Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Hydronia. So, eine neue Folge Spaß auf dem neuen Claim fängt an mit einer Nacht. Und Wolken, die aussehen wie kleine Kackwürste. Eine kleine Kackwurst. Schön. So, in dieser Folge wollten wir einkaufen gehen. Und ich fahre mit dem Truck tatsächlich. Ich muss das mit dem Truck anders machen. So, dass ich nicht umdrehen brauche. Sonst lohnt sich das nicht. Sonst kann ich wirklich, wirklich, wirklich rennen. Das heißt, ich fahre mit dem Truck von hier los. Benutze den tatsächlich nur für diese Strecke hier. Und fahr dann hier rückwärts rein. Kadeng. So. Kleinteile-Palette. Förderbänder gehen nicht auf Palette ineinander. Ich will eine Kleinteile-Palette bauen. Da muss ich mal zu meiner Bank gehen. Hallo, danke. Guten Tag. Ich leg mal mein Geld hier hin. So. Oh, so viel Geld. Suchen Sie sich aus, was Sie möchten. Ja, genau. Das habe ich auch vor. Fenster. Ich brauche ein Fenster. Danke. Ich brauche noch ein Fenster. Danke. Ich nehme gleich mal noch ein paar mit, ne? Nur für den Fall. Fenster kann man immer gebrauchen. Hier ein Fenster, da ein Fenster und sowieso überall Fenster. Vielleicht reicht das ja schon. Oh, 25. Oh, das ist ja aber... Das sind ja Wucherpreise. Was ist das denn? So, pass mal auf. So, pass mal auf. Oh nein, ich darf nicht so lange. Huch, das ist mir ja jetzt noch nie passiert. Ich kann doch so lachen normalerweise. So, so, pass auf, so, so. Hä? Hä? Zu weit drüben. Na? So. Aha. Ja, komm her. Du bist bezahlt, komm mit. So. So, so, ein bisschen dahin. Zu viel. So, so. Ich brauche nochmal eins. Ich würde nochmal eins nehmen, wenn es geht, ja? Oh, 5. Oh, teuer. Danke. Nicht teuer. Sehr billig. So. Fenster sind schön. Das hier ist doof. Ich brauche das doch nicht. Ich stelle das mal hier ab. So, pass mal auf.
So, das machen wir nämlich hier. Guck mal an. So, so, so. Nein, ruhig noch ein bisschen weiter drüben. Ja, sehr schön. So. Ja. Und so. Da ist dann natürlich allerhöchste Vorsicht gefragt beim Rausnehmen der Gegenstände. So, die Palette kann ich nämlich... Bisschen falsch rum, was? Bist du ein bisschen doof? Bist du ein bisschen doof? Du bist schon doof, ne? So. Gut. So. Und so. Was tut er da? Denken die Leute sich jetzt. Was tut er da? So. Haha. So, das, meine Lieben, ist die Palette, auf die man alles draufschmeißen kann und nichts fällt mehr raus. Seht euch das an, ich lege es hier hin und es liegt dann drin, egal wie. Das heißt, wenn ich jetzt hier wie ein Gestörter Zäune kaufe, hoppala. Ich darf natürlich nicht die Fenster anwählen, das ist ein bisschen Contenance gefragt. So, ich weiß, da liegt noch ein Fenster, ich hole das gleich, keine Sorge. Also erstmal Conveyor Nation. Servus, ich komme und ich brauche ein bisschen. Ich brauche ein paar Conveyor Belts, gell? So, erstmal zack. Und Löwenstock, komm. Und einfach reinschmeißen. Scheißegal. Oh, Kleinteil der Fenster. Ja, zack. Steht jetzt hier. Ist doof, weil dann nehme ich vielleicht das Falsche, deswegen. Ha! Liegt einfach da. So. Liegt aber da und fällt nicht weg. Weil, ja? Ja, ja. Geil, ja? So. Brauchen wir denn noch was? Hier, genau. Ein Ständer. Ach du. Ich bin doof. Ich habe jetzt keine Säge dabei. Sonst könnte ich mein Geld zersägen und hätte dann mehrere Geldstapel. Wo gibt es Sägen? Das ist eine gute Idee. Hier gibt es Sägen. Ach, scheiß drauf. Habe ich wieder eine Säge rumliegen? Nein! Ich trage halt mein Geld in der Gegend rum, was soll's. Ich habe gerade überlegt, ich säge das Geld durch und tue überall hier ein bisschen Geld rein. Aber das ist ja völliger Humbug. Da habe ich dann wieder eine Säge übrig und dann schleppe ich hier. So, zack. Ja, schön, man kann alles einfach draufwerfen. So, brauchen wir sonst noch was? Angelkäfig brauchen wir nicht. Ja. Angelkäfig. Hep. Geld liegt auch drauf, sehr gut. Palette. Brauchen wir noch eine Palette? Ich glaube nicht. Farbe brauchen wir auch erstmal nicht. Türen brauchen wir auch erstmal nicht. Großes Betonfundamente. Ja, doch.
Ach so. Ich stelle die Förderer und die Fundamente einfach ineinander rein. Das. Ach so, ja. Jetzt war ich kurz verwirrt. Da legst du die Kohle. Da legst du, ne? Oh. Penunzenheimer. So. Das da stopfen wir hier rein. Sonst geht's noch, ja? Sag bloß, das passt da nicht rein. Natürlich passt doch da rein, sag mal. Okay, das nimmt schon ganz schön viel Platz weg. Leck mich am Arsch. Aber eigentlich ist das gut. Das ist schon geil, das fette Betonfundament. Ich will da noch mehr davon. Denn für unsere hier, da was da in der Luft schwebt, ne? Da schwebt ja... Wo bist du jetzt? Was? So. Da schwebt ja, ja, es wird dunkel. Die Zombies kommen raus. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Da schwebt ja doch einiges in der Luft hier bei mir. Ach ja, komm. Na jetzt, wie groß bist du denn? Schon riesig. Schon El Grande Fundamente. Moment mal, sind das... Sind das vier Steine? Das heißt, ich kann nur links oder rechts was bauen? Okay, das muss ich mir anschauen. Sonst wird halt... Was zum... Sonst wird halt das ganze Ding komplett in Beton gehüllt. Ist mir auch egal. Ich kaufe mal vier Stück. Jetzt haben wir 1, 2, 3. Aller guten Dinge sind 4. Weil 3 ist alt. Das war früher mal. Früher hatte man noch nicht so viel Geld. Dann waren aller guten Dinge 3. Hoppala. Aber mittlerweile hat man wieder ein bisschen mehr Geld. Und da kann man schon... Kann man schon vier Dinge kaufen, ne? So, ich hätte gerne ein Bett, dann könnte ich drin schlafen. Passt die denn da auch noch rein? Ach so. Vielleicht so. Schlecht. Naja, drin ist drin was. So. Also Freunde, tut mir leid, es wird jetzt etwas dunkler. Denn ich kaufe weiter ein. Oder komm, ich renn kurz nach Hause, schlaf eine Runde und komm wieder her. Du kannst doch die Sachen schon mal abladen. Ja, hast du eigentlich recht. So, wie wollte ich jetzt verfahren? Hier rein. Und dann hier rum. Und dann mit Highspeed hierher. Boah, geil. Handbremsenwendung. Habt ihr das gesehen? Ha, cool. Zwar ohne Geräusch, aber hey, geile Sache. So, wie komme ich an die Palette ran? Komme ich irgendwie an die Palette ran? Nee. Dann muss ich erstmal die Fundamente hier fundamentieren. Achso, ich wollte doch schlafen. So, guck mal. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist dann auf einer Seite.
Ja, komm, scheiß drauf, ich tue das Ganze. Ich muss schlafen zuerst, wir sehen sonst gar nichts. Weder ihr noch ich. So. Ich fundamentiere. Ich betoniere. Einfach diese komplette Ebene. Gehe dann danach mit der Pickaxe noch durch, dass alles schön sauber ist. Und Arschlecken. So. Denn das ist hier so uneben, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Und ja, diese riesigen Betonklötze, die sind ja aber auch cool. Also für ein Zwanni so ein Riesenteil hier. Ist schon geil. So. Zack. Und schon haben wir hier wunderbar das Ding hier einigermaßen sauber stehen. Dann klopfe ich die gleich fest. Ah, Moment. Haha. Guck mal, ja, tja, haben wir doch hier. Tja. Unsere schöne Einkaufspalette. So, und da liegt da was Tolles drauf hier. Haha. Tada. Hier steht das nämlich. So. Tada. Haha. Wunderbar. So. Also dann brauchen wir auch noch eine Axt. Eine Axt, die Axt, die. Komm, ich mach das hier auch noch, oder? Eigentlich sollte ich hier auch ein Ding zum Hochgehen machen, eine Leiter. Zum dran hochkrabbeln. Ja, komm, ich mach da noch eine Leiter. Fenster tue ich erstmal woanders hin. Wir können uns ein Haus aus Fenstern bauen. Wie geil wäre das denn? So irgendwie. Oder hier die ganze Halle mit Fenstern irgendwie. Zu bauen, zu mauern. Das hier würde zum Beispiel gehen. So, dann hätten wir hier sowas. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, nee. Geht das hier dahinter? Oh! Ja, das ergibt auch keinen Sinn. Da muss ein Klotz drunter. Nein, Moment, da muss eine Leitung hin. Ja, ja. Ach je, das kommt ja auch noch. Der braucht ja auch. Der braucht ja auch gereinigtes Wasser. Wo ist denn das gereinigte Wasser überhaupt? Ach, hier bei denen, genau. Haben wir da noch eins für ihn? Ach, da gehen wir dann hier raus wahrscheinlich. neben den. Vielleicht sogar mit beiden Rohren. Oder? Nee, mit beiden eigentlich nicht. Wozu denn? Eigentlich nur mit einem. Ach, Fenster, fall doch mal um. Stabiles Ding, du. Naja, gut. So, warum haben wir hier so viele Waschpfannen rumfahren? So was Komisches. Okay, dann die Förderbänder. Mit unseren 11.000 Euro. So. Klappt das hier mit dem Umdrehen auch? Nee. Nicht so ganz. Ich glaube, ich hätte weiter ausholen müssen. Aber da unten hat das richtig geil funktioniert. Vollgas, Handbremse, umdrehen. Das ist echt cool. So, die Kohle ist da. Das heißt, wir können die Förderbänder kaufen. Warum mache ich das eigentlich so? Warum mache ich das nicht so? Ich kann eh immer nur eins tragen. Hä? Wie jetzt? Oh. Deswegen kann ich auch so machen. Ja, das ist eigentlich
Genauso schnell, wie wenn ich alle erstmal da drauf stapel. Und dann alle zusammen bezahle. Ist das hier vielleicht sogar schneller. Weil ich nicht so sauber die dahin arrangieren muss und sie dann eh wieder alle da runternehmen. Weil auf Palette würden ja auch nur 2-3 Stück gehen. So ist das, glaube ich, geschickter. So, ja, Timer, der vibriert schon wieder. Und das Auge, das juckt. Wie es wabbelt. Wabbelt und zuckelt. So. Was ich natürlich machen könnte. Für unseren Großeinkauf. Die Karre hier hinstellen. Und, ich brauche mal ein bisschen Geld. Ach du Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Ganz kurz. Eine Treppe. Und einen einzelnen Betonklotz. Wo sind die einzelnen Betonklötze? Eine Treppe. Und noch eine Treppe, glaube ich. Du bist keine Treppe. Du bist ein Tisch. Hallo, Holztreppe. Ich glaube so. Ding, di, di, ding, di, di. Für unseren, na, für unseren, für unseren, Ernter, für den Ernter, dass wir in den Ernter reinsehen, falls da irgendwie wieder ein Klumpen verklemmt oder so, dass wir da hochstiefeln können, müssen wir hier noch Leitern ranbauen. So, ich weiß nicht, ob eine reicht. Deswegen habe ich gleich mal zwei mitgenommen. Und wenn nicht, dann haben wir halt was über. Okay. So, geht die Förderband-Arie wieder weiter. Treffen sollte man schon. So. Ja, so geht Einkaufen schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn jetzt schon. Ich kaufe einfach mal wild drauf los. Und weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich schon habe. Vielleicht, oh, wir sollten auch noch Zentrierer kaufen. Wir haben auch gar keine Zentrierbänder drin bisher. Vielleicht brauchen wir da auch ein paar. Vielleicht so zwei Stück hintereinander, dann sind wir auf jeden Fall auf der zentrierten Seite. Oder auch drei, was soll's. Ja, für die Weiterführung. Komm, dann machen wir noch. Hat ja den gleichen Effekt wie ein normales Förderband. Auch die gleiche Strecke und so weiter. Nur, dass es halt schön zentriert kommt. Das ist ja auch wichtig. So. Und dann vielleicht noch zwei Stück. Na, wieder die falsche Taste. So. Dann davon vielleicht noch ein paar. Halt. Hä? Da nehme ich die Kleinscheißpalette. Wo ist die? Wo
es war eine Kleinscheiß. Ach, die habe ich weggeräumt, die habe ich zurückgebracht. Die sind, da ist nämlich die Kleinscheißpalette genau richtig. Da können die nicht rausfallen. So, aber jetzt, meine Freunde, würde ich sagen, mein Rücken juckt. Und wir machen erstmal eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Hydronia. Bis dahin, macht's mir gut, meine Freunde. Tschüss.